Willkommen zurück in der Pokémon-Villa. Im letzten Part haben wir uns hier durch die ganze Villa durchgekämpft. In der Zwischenzeit habe ich noch ein Ditto gefangen. Die gibt es nämlich hier auch irgendwo. Und die Pokémon-Gehalt. Ah, da ist eins. Guckt es euch an, dieses komische Gelee. Da ist nochmal eins. Perfekt. Okay, machen wir weiter. Wir haben hier noch ein Buch. Tagebuch 1. September. Mewtwo ist zu stark für mich. Ich bin außerstande, seine unkontrollierten Wutausbrüche einzudämmen. Es gibt Frauen, bei denen ist es auch der Fall. Lül. Hate ist raus. Drücken wir auf den Knopf. Die Türen haben sich geändert. So. Hier haben wir nochmal einen Top-Trank. Alles klar. Und was haben wir hier? Außer einen weiteren Dieb, der sich in der Villa verlaufen hat. Der ist wohl zu tief in den Untergrund. Und vor allem hat er viel zu viel Pokémon. 4 Stück. Krass. Smoggern! Okay, das wäre mir eigentlich am liebsten, wenn der sich gerade in die Luft jagen würde. Dann hätten wir da eigentlich am wenigsten Probleme. Oder so. So ist auch super. Nochmal ein Smoggern. Ja, ja, das wird schon. Easy. Perfekt. Damit geht das zweite. Holt jetzt nur Smoggerns raus, dann ist es ja übelst der lame Kampf aktuell. Oh mein Gott. Harter Kritikpunkt an dem Spiel. Aber bei so Dummheit wird man halt aggressiv. So. Letztes. Oh, die Weiterentwicklung. Da können wir 2 Donnerblitz brauchen. Jo. Aber wir haben es paralysiert, immerhin. Dann haben wir jetzt hier noch eine Chance. Toxin, natürlich. Was auch sonst. Hauptsache, der setzt jetzt hier nochmal seine Note. Aber ja. Gletschersurfer und das war's. Wunderschön. Und that's it mit Ludwig. Lol. Erstmal die Kinder von Bowser verprügeln. Nein, bitte nicht schon wieder. So, wir mussten den Schalter hier aktivieren, damit wir hier lang kommen. Hier ist nämlich noch ein Wissenschaftler. Und hier sind Betten. Kämpfen wir erstmal gegen den Wissenschaftler. Ich möchte erstmal gucken, wohin uns der normale Weg führt und wohin uns dann der Weg mit Schalter führt. Forscher Angelo. Electek. Starkes Pokémon. Eines meiner Lieblings-Pokémon. Bringt uns leider in der Generation jetzt nichts. Vor allem in dem Spiel nichts, weil wir Pikachu haben. Deshalb sinnlos aktuell. So wie die Attacke, die wir jetzt einsetzen. Ich habe mich verklickt. Ich wollte eigentlich Doppelkick einsetzen. Kann sich Blitzefritz nicht heilen. Wunderbar. Kreideschrei. Spezialangriff sinkt. Spezialverteidigung sinkt. Sollte Doppelkick. Ah, Verteidigung sinkt stark. Sollte Doppelkick nicht beeinflussen. Gift verletzt uns noch mehr. Aber auch Electek können wir ohne große Bedenken besiegen. Taubos Level 46. Vielleicht ist es jetzt mal nützlich. So. Was haben wir hier?
Ein Sonderbonbon. Nochmal ein Magma. Und wir müssen mal wieder den Schalter umlegen. Natürlich. Ein Slimer spawnt in uns. Leider haben wir das schon. Und es ist für mich einfach unbrauchbar. Perfekt. Geh mal weg. Ganz knappes Ding. Und hier haben wir den Tank, aus dem Mewtwo ausgebrochen ist. Finden wir aber erst noch raus. Da steht ein riesiger Glasbehälter. Er sieht sehr stabil aus, aber weist einige kleine Risse auf. Irgendetwas muss mit voller Wucht mehrmals von innen gegen das Glas geschlagen haben. Okay, und hier haben wir auch noch ein super Item. Den Geheimschlüssel. Den brauchen wir dann in der Arena. Und somit hätten wir die Villa hier abgeschlossen. Wir haben alle Gegner besiegt, wir haben alles andere gemacht. Oh, Mann! Und ich zeige noch, wie man hier einfach rauskommt. Nachdem wir den Schalter hier aktiviert haben. Ist echt gruselig. Die Villa. Vor allem, weil hier noch so Dudes rumschwirren. Den man nicht so einfach begegnen möchte. Diebe, komische Psychopathen, Kinder. Ich verrate jetzt mal was. Wenn man auf das Feld da tritt, wird man zum Eingang zurück teleportiert. Na, da staunst du was. Jo, machen wir sofort. Haben wir noch gar nicht gesehen. Ich meine, warum nicht? Und dann können wir mit dem Geheimschlüssel in die Arena. Wir müssen nicht mal irgendwas aktivieren, Lül. Howdy, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Die Statuen. In dieser Arena. Kommen wir gleich zu Frage Nummer 1. Jetzt doch nicht, Pyro. Dein Einsatz kommt erst ein bisschen später. Okay. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach ja, bei dem Herrn, den du gerade gesehen hast, handelt es sich um Pyro, den Arenaleiter hier auf der Oberinsel. Seines Zeichens Meister im Umgang mit Feuer-Pokémon. Ach, du hast kein Wasser-Pokémon? Du bist ziemlich am Arsch in der Arena. Viel Spaß. Okay. Was muss ich da machen? Pyro lässt sich jede Menge einfallen, damit uns Forschern hier auch auf der Zinnoberinsel nicht die Decke auf den Kopf fällt. Okay, wir haben hier so eine Art Studio, aber ich würde gern noch mal kurz beim Pokémon Center vorbei, weil, wie soll ich sagen, wir aktuell echt im Nachteil sind und ich wenigstens mit einem vollgehaltenen Team dadurch möchte. Also Giflor hilft uns nichts, Alpollo kann man eigentlich auch in die Tonne kicken. Ich habe keine Wasser-Pokémon, die irgendwie brauchbar sind. Das wird jetzt ein Kampf. Ich müsste mal Shiggy holen. Holen wir uns dann bei der... sobald wir die Fähigkeit Schwebe erhalten haben. Schwebeflug oder wie das Teil heißt. Wir gucken einfach mal. Na, bist du bereit? Gut, dann stell dich mal da drüben hin. Willkommen beim Pokémon-Quiz live hier aus der Arena der Zinnoberinsel. Mein Kandidat muss insgesamt 5 Fragen beantworten. Für jede korrekte Antwort erhält er jeweils eine Pyropuppe. Liegt der Kandidat mit seiner Antwort jedoch daneben, muss er gegen einen meiner Schüler, alles waschechte Trainer, zum Kampf antreten. Behält er beim Kräftemessen die Oberhand, bekommt er eine Pyropuppe. Ob es mein Kandidat schafft, sollen wir es falsch beantworten? Ich weiß nicht. Kommen wir zur ersten Frage. Welches Pokémon gehört zur Kategorie Brenner? Ich glaube Magma. Wunderbar. Arcani ist, glaube ich, Fuchs oder sowas. Nee. Das ist ein anderer Typ. Keine Ahnung, wir können es nachher mal nachgucken. Oder schreibt es in die Kommentare. Glückwunsch, du hast dir diese Pyropuppe reglich verdient. Alter.
Wie viele von der Pokémon-Liga anerkannte Arena-Orten gibt es? 8, wie in jedem Spiel. Ja, okay, fast jedem. Glückwunsch! Auch hier hast du die richtige Pyro-Puppe. Räusper. Dritte Frage. Setzt ein Pokémon eine Attacke vom Typ Stahl gegen ein Feuer-Pokémon ein, dann ist sie nicht sehr effektiv. Stahl schmilzt. Bei Hitze. Feuer ist sehr effektiv gegen Stahl. So. Enthält die TM28 die Attacke Hyper-Mega-Superstrahl? Nein, es gibt keinen Hyper-Mega-Superstrahl. Okay, letzte Puppe. Wer wird dich im Anschluss an diese Frage zu einem Kampf herausfordern? Ein hitzköpfiger Quizmaster. Ein älterer Herr mit dem Bart. Pyro. Okay, ich glaube, da wäre alles richtig gewesen. Also die letzte Frage ist geschenkt. Ich wollte jetzt einfach mal mein Wissen unter Beweis stellen und ich glaube, das habe ich recht gut geschafft. Du hast ja jetzt also alle 5 Pyro-Puppen gesichert. Das bedeutet, es ist an der Zeit, es mit mir aufzunehmen. Ich bin Pyro, der Arenaleiter der Zinnoberinseln mit dem unbändig lodernden Feuer im Herzen. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Ich hoffe, du hast genügend Feuerheiler mitgebracht. Tatsächlich, nein. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir es auch so schaffen. Wir sind zum Teil übelst im Nachteil. Oh Gott, er brennt. Seine Augen brennen. Und er fängt mit einem Magma an. Wir haben Plätschersurfer. Oh mein Gott, ich habe die Attacke übelst vergessen. Ja, easy. Okay, nicht so easy wie gedacht, aber trotzdem noch relativ machbar. Der Konfusstrahl bringt uns jetzt ein bisschen durcheinander. Aber Magma ist trotzdem die Stirn geboten. Wunderbar. Gut. 812 Erfahrungspunkte. Simsala erreicht Level 45, passend zum Kampf. Lernt er noch Psychokinese oder ist es eine Sie? Es ist ein Er. Wir verlernen Delegator, weil Delegator mittlerweile keinen Sinn mehr macht. Obwohl, Psychokinese macht Stärke 90. Das ist schon stärker als Psychstrahl. Ja, komm. Genesung kommt raus. Ah, nee, ich hätte Delegator löschen sollen. Galoppa, wir wechseln das Pokémon auf. Ich weiß nicht. Simsala? Why not? Sag ich da nur. Dann kommt hier das Pony angeritten. Wir haben eine höhere Initiative als Galoppa mittlerweile. Und ziehen die Hälfte. Flammenblitz, starke Attacke, gibt aber einen leichten Rückstoß. Ich weiß nicht, ob wir das überleben. Uff. Uff. Es hält für uns durch. Finde ich krass, dass ich mittlerweile mit Simsala auf dem Stand bin. Na klar. Also ich bringe meinem Level 120 Pokémon auch noch ruckzucki bei. Einfach aus Prinzip. Ach, leck. Ich glaube, Alpollo wird da auch nicht viel machen können. Wir probieren mal einen Spukball. Aber das wird Alpollo nicht überleben. Alpollo fliegt sowas von aus dem Team. Ich hätte Gengar gern drin gehabt, aber ich habe gerade aktuell keinen zum Tauschen. Deswegen lohnt sich's nicht, Gengar hier im Team zu lassen. Oder Alpollo.
Vulnona, das nächste Pokémon. Angelehnt an eine japanische Sage. Ein Fuchs mit 9 Schweifen. Ich glaube, es ist irgendwie für Chaos oder sowas. Auf jeden Fall was Abgespacedes. Feuersturm, alles klar. Aber wir haben die höhere Initiative. In dem Fall sollten wir hier keine Probleme haben. Nochmal Feuersturm. Und wir setzen Donnerblitz ein. Ich meine, warum nicht? Macht doch Pikachu im Anime auch immer. Bisschen Donnerblitz hier, bisschen Donnerblitz da und weg sind die Viecher. Sechs kommt Arcani. Uff. Ja, komm, wir machen mal ein Arcani-Battle. Wahrscheinlich ist sein Arcani ein bisschen höher gelevelt. Wir gucken einfach mal. Ein bisschen ist gut. Wutanfall. Okay, es ist verwirrt, bevor es wirklich Schaden anrichtet. Ah, wir schaden uns selber. Okay, damit ist unser Arcani down. Nein. Okay. Jetzt können wir irgendwie Flammenwurf oder so einsetzen. Ich meine, warum nicht? Was? Oh Mann. Egal, wir haben noch Tauboga. Oder Taubers. Wie schon gesagt, vielleicht bringt es uns was. Und wenn nicht, dann ist halt auch nicht schlimm. So. Aber so langsam wird es echt kritisch. Also Arcani muss sich hier jetzt endlich mal... Nicht mehr verwirrt? Okay. In dem Fall kann der Effekt doch weggehen. Vergesst, was ihr jemals gesagt habt. Und weiter geht's mit Giflor. Wird jetzt doch spannender als gedacht. Ich probiere es hier mit Giftpuder. Ich hoffe, wir halten eine Attacke aus. Keine Chance. Zum Glück haben wir vorhin den Top-Trank bekommen. Oder was? Eine Top-Genesung? Oh je. Das kostet wieder Geld. Oh, wo ist es denn? Das war ein Top-Trank. Uff. RIP an die Moneten auf jeden Fall. Bring dich selber um. Oh. Bei dem Arena-Leiter hatte ich tatsächlich am meisten Bedenken. Weil wir kein Wasser-Pokémon im Team haben. Glückwunsch, mit deiner folgenden Performance hast du dir den Vulkanorden verdient. Kroos. Doch das ist nicht alles. Zusätzlich überlasse ich dir die TM hier. Feuersturm erhalten. Die TM 46 erhält die Attacke Feuersturm. Krass, oder? Kannst du vor allem bei Glutex oder Vulpix einsetzen. Wunderbar. Tschüss. Wir gehen jetzt natürlich wieder zum Pokémon Center. Ah, da bist du ja. Ich dachte mir schon, dass du bald die Arena der Zinnoberinsel erreichen würdest. Hast du gegen Pyro gewonnen? Super, dann mal herzlichen Glückwunsch. Um zur Pokémon Liga zu gehen, braucht man 8 Orden, oder? Ich habe bisher 7, jetzt fehlt nur noch die Arena von Vertania City. Neulich war da... Aber dummerweise niemand. Ich nehme an, du hast sie auch noch je von innen gesehen.
Weißt du was? Ich fahre am besten einfach nochmal in Vertania City vorbei. Okay, viel Spaß. Wir haben leider erst 6 Orden. Deshalb können wir da nicht mitreden. Bei den coolen Jungs. Und ich habe keine Ahnung, wo es Fliegen gibt. Das könnte ich gerade mal irgendwie im Hintergrund nachgucken. Das wäre eigentlich ideal. In welche Wir müssen nach Prismania City. Vor die Spielhalle. Spielhalle? Die Spielhalle. Man kennt sie. Ich hätte jetzt gerade eben auch an die Karte gehen können. Weil fliegen wäre halt schon eine ziemlich wilde Sache. Wo ist denn die Karte? Wo ist denn Prismania City? Das ist nicht Prismania City. Das ist Fuchsania City. Prismania ist, glaube ich. Das ist hier. Alles klar. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück nach Alabastia und laufen mal die Route und sind dann in Prismania City. Alles klar. Okay, ich habe einen Plan. Route 21 Wasser. Eine der letzten Routen hier in der Gen. Und es gibt immer noch nur Carpador. AP Plus. Coolio. AP Plus ist echt das Praktischste von den ganzen Dingern. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie eine Attacke hast, die nur 5 Dinger hat. Gerade mal buffen. Auf 20 oder so. So total übertrieben. Okay, hier kommen echt noch viele Trainer auf uns zu. Fangen wir an, die zu besiegen. Ich meine, warum nicht? Wir haben ja heute schon recht viel erreicht. Und wir können uns durch Donner blitzen. Ich meine, guckt ihn euch an, als ob der irgendwie eine Herausforderung ist. Sieht er uns überhaupt? Er fängt mit Starmie an. Dann... Ja komm, es gibt nur eine Alternative. Spitzen-Gameplay. Wir müssen echt noch ein bisschen an unserem Team rumschrauben. Von vielen wurde gesagt, yo, hau noch Shiggy ins Team. Was ich irgendwie gern machen würde, wäre die Starter ins Team holen. Aber da müsste ich halt echt noch derbe leveln. Dass ich alles auf Level 50 habe für die Pokémon-Liga. Andererseits wäre es cool. Ich meine, warum nicht? So, Arcani ist Level 42. Wir sind eh hart unterlevelt, fällt mir gerade auf. Eben, uns fehlt ein kompletter Arena-Orden. Warum auch immer, wo auch immer der ist. So, du bist der Nächste. Komm her. Oswald. Lamus. Noch nie gesehen bei einem Gegner. Ich glaube, wir haben selber schon eins. Ja, wir haben eins gefangen. Bei der Seeschauminsel. Aber ist halt alles ein One-Hit. Sind halt alles Wasser-Pokémon. Ist halt keine große Herausforderung. Wunderbar. Dann besiegen wir die Inselhainis hier. Den Matrosen, der ein bisschen zu viel Seafood gegessen hat. Ist auch verständlich. So ein frittierter Fisch oder so ist nicht schlecht. Ich finde so langsam Gefallen daran, Seafood zu essen. Ich weiß nicht, bei so Garnelen oder so graust mich noch ein bisschen. Aber so Fisch geht schon.
Er muss halt frisch sein, also keine Ahnung, so Tiefkühlfisch oder so kann ich mir nicht geben. Oder schwer. Aber wenn du jetzt so einen frischen Fisch hast, der irgendwie in so einem Nordsee-Restaurant zubereitet wird, der noch so 5 Minuten vorher rumschwimmt, ich weiß, das ist jetzt nichts für die Vegetarier, dann ist es halt schon geil. Also stelle ich mir auf jeden Fall geil vor. Nein, es ist geil. In Hamburg oder so gibt es ja öfters so Lokale. Deswegen kann ich hier zu Hause an der Schweizer Grenze sowas nie essen irgendwie. Gleiches bei einer Fischtheke. Fischtheke geht auch gar nicht. Weil im Grunde genommen ist es eingefrorener Fisch, der einfach aufgetaut wird. Und dann denkst du dir so, oh, der sieht ja ziemlich frisch aus. Obwohl er halt wahrscheinlich schon stundenlang in so einer Theke drin liegt. Ist halt irgendwie nichts. In Athen gab es so einen Markt, wo es richtig, richtig frischen Fisch gab. Das war dann wieder geil. Das ist dann der Wochenmarkt. Wenn ihr mal in Athen seid, geht dran vorbei. Da sind dann so halbe Kühe, die dann so da hängen. Es ist teilweise richtig ekelhaft. Also wer kein Blut sehen kann, für den ist es dort nichts. Aber du siehst halt irgendwie alles. Du kannst da alles kaufen. Schollen, halbe Kühe, ganze Kühe, Augen, Hasen, Hunde. Nein, Hunde nicht. Ist dann eher so vietnamesisch. In Vietnam gibt es tatsächlich eine Gang, die noch so ein Hunderitual durchführt. Die feiern einmal im Jahr. Also es ist nur eine Gang und die wird auch echt verprügelt. Die nehmen einfach Hunde von der Straße mit und bereiten die dann zu. Und wenn sie erwischt werden von Einheimischen, dann werden sie einfach brutalst niedergeprügelt. Was ich auch richtig finde. Ich meine, das arme Tier, das kann doch auch nichts dafür. Ich weiß nicht, so eine Kuh ist halt auch... Eine Kuh kann halt auch nichts dafür. Aber hat sich halt so etabliert, dass eine Kuh ein Nutztier ist und ein Hund halt eben nicht. Ich meine, was will man bei einem Hund auch großartig nutzen? Im Grunde genommen ist ein Hund ja auch ein Nutztier. Weil... Ich weiß nicht. Weil Menschen den abgerichtet haben und du ihn zum Beispiel zur Jagd benutzt hast. Aber es gibt ja immer noch Polizeihunde oder Blindenhunde. Also im Grunde genommen ist ein Hund auch ein Nutztier. Zwar ist das Fleisch ist halt nicht Delikatesse. Wie halt bei anderen Tieren, aber... Ja, keine Ahnung. An der Kuh ist halt mehr dran. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich irgendwie so Massentierzucht oder so unterstütze. Am besten ist es immer noch, wenn man das bei einem Bauern vor Ort holt. Kostet halt mehr. Aber ganz ehrlich, wer Fleisch für 1,20 kauft pro Kilo, dem ist nicht mehr zu helfen. Ja, klar. Ah, nee, es ist kein Kung-Fu-Strahl. Es ist irgendwas anderes. Doppelkick. Perfekt. Es ist übrigens ein Quallen-Pokémon. Habe ich das schon mal erzählt? Tentoxa? Ich habe immer früher gesagt, dachte es so eine Art Tintenfisch. Aber es ist tatsächlich ein Quallen-Pokémon. Oder ein erster Ansatz davon. So... Für dich haben wir noch Zeit. Du bist der Letzte von heute. Eissplitter, Der will es jetzt noch mal wissen. Eine höhere Initiative, krass. Hat ihm ja richtig was gebracht. ...272 Erfahrungspunkte. Als nächstes kommt Seemon. Habe ich noch gar nicht gesehen in der Gen. Aber schön, dass es das Vieh auch irgendwie gibt.
in irgendeiner Form. Die Endentwicklung war in Gen 4 krass. Zedra King. Hatte echt gute Special Moves. Gut, ich würde sagen, das war der letzte für heute. Ich würde mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch der Park gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ich blass bin, Schuh. Ihr könnt auch ein bisschen kräftiger blasen heute. Tschüss und bis bald.